ist nochmal das, die Wasserpipeline, die Wasserpumpe? Oh. Die haben wir doch gar nicht. Nee. Oh Mann. Die Pipeline fehlt. Das hätte alles so perfekt sein können. Und dann. Aber echt, ey. Und dann so reingeschissen. So, ich habe ja gesagt, da oben drauf muss nochmal Strom, ne? Ja. Weil wir haben doch jetzt Kohle. Gott. Soll ich mich vielleicht jetzt erstmal um die Kohle kümmern? Das könntest Obwohl du machen, haben... ja. Wo ist denn Kohle? Kohle? Ich würde ja gerne... Wir haben ein Vorkommen in die Richtung hier. Da vorne. Ja. Da ist eins. Und die vier Spots, da wo vier Kohlevorkommen sind, das ist da vorne beim bei dem See. Da müsst ihr doch eigentlich... Ach, haben wir die Map schon? Ja, die Map haben wir. Ja. Aber ich würde die Kohle halt gerne... Moment, ich mache eine Markierung. An den größeren... Jawohl. Aber der See da hinten ist kacke. Ja, der See ist kacke. Aber da gibt es vier Kohlevorkommen. Stempel? Stempel. Können wir die nicht irgendwo anders hinleiten? Natürlich, die können wir hierher leiten. Ja, aber hierher bringt sie nichts, weil hier brauchen wir ja auch nur Wasser. Wir haben doch da eine Pfütze direkt neben uns. Ja. Ey, in dem See, da kannst du locker vier Kohlekraftwerke oder sogar sechs Stück hinbringen. Ohne Probleme. Oder wir gehen wieder komplett rüber in den Osten. Da, ich wäre halt gerne dahin, wo ich mein Scheibenbrett also da... In Osten. Im Osten ist es. Das ist ungefähr, ich weiß jetzt nicht, hier ungefähr. Aber ist halt schon ein Stückchen, ne? Das ist ein gescheites Stückchen, ne? Und die schnellste Kohle ist jetzt halt hier oben und ein einziges Vorkommen ist irgendwo da unten im Süden. Also sag du, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die Produktion hier machen oder soll ich mich um Strom kümmern? Ja, wir brauchen Strom. Das Ups, ist sorry, grundlegend das war wichtig. Strom ist jetzt gerade noch wichtiger. Weil ohne Strom läuft's nicht. Ja, pass auf, dann gehe ich halt mal dahinter und guck mir mal den See an. Achso, bei dem. Haha, ja. Ich halte mich an unsere Vorgaben, ne? Hier mit Plattform. Ja, genau. Ha. Mister. Ja, das ist doch okay. Das da oben, das war ja nur auf die Schnelle mal. Ja, aber selbst nichts auf die Schnelle. Einmal failen ist okay, aber dann ist Schluss. Schluss mit einmal, Lutz-Stitch. Du hast jetzt einmal frei gehabt. Jetzt musst du dann wieder ordentlich. Ja, weißt du, ja. Kommst du mit. Jawohl. Gut. Tut mir sehr leid. Lüg halt. Ja, du willst es doch. Los, Pinocchio, lüg. Ach, ja. Ja, ich renne hier so planlos rum irgendwie, weil ich eben noch immer auf das... Naja gut, ich schau mal, was ich verteilen kann hier an Treibstoff. Da sind ja auch nur noch 60 drin. Okay, wenn ich die hier aufteile, dann habe ich bei weitem auch noch nicht genug. So, aber jetzt ist zumindest mal ein Anfang.
So, wahrscheinlich wird es hier auch bald den Strom raushauen. Ich komme schon. So, was kann ich denn machen? Feste Biotreibstoff. Dann stelle ich jetzt halt mal ein bisschen was hier per Hand her, dass es mal ein bisschen vorwärts geht. Wo ist nochmal das, die Wasserpipeline, die Wasserpumpe? Oh. Die haben wir doch gar nicht. Nee. Oh Mann. Die Pipeline fehlt. Ist ja klar, dass du da nicht dran denkst, ne? Das ist ja wieder typisch du. Ach, komm. Ja, gut, okay. Ja, den Schuh ziehe ich mir an. Das hätte alles so perfekt sein können. Und dann aber echt, ey. Und dann so reingeschissen. Bäume, ich komme. Aber hey, wir haben jetzt einen Radiotower. Ist doch auch schon mal was. Der steht wo? Bei dem Wasserdings oben. Ach so. Aber anzeigen tut er nichts. Weil er keinen Strom hat. Das ist sowas Blödes. Ja, ich das weiß auch nicht, wer sich da um den Strom kümmern soll. Ich auch nicht. Ja, merkst du was? Ich tue hier gerade abholzen. Ich mache jetzt die Karte kahl. Das will ich sehen. Ja, es ist eigentlich gerade völlig sinnbefrei, dass ich hier hoch... Naja, egal. Das ist schon mal für später dann. Falls irgendwann mal die Stromproblematik behoben ist, so, dann... Ja. Dann kann ich mich ja jetzt mal wieder wichtigeren Dingen zuwenden, ne? Ja, du könntest schauen, dass die Produktion dann weiterläuft. Also nach dem Eisenbarren kommt ja noch was. Echt? Ja. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt fertig. Oh. Ist ja das, also, boah. Ich dachte, das wäre jetzt schon weg, Endgame. Ne? Ja, ich dachte jetzt nicht, das wäre Endgame. Also, ich meine, Eisenbarren und dann fertig, oder? Also, schon, ne? Naja, komm, Kupferbahn muss schon auch noch sein, ne? Ja, stimmt. Aber dann ist halt aber wirklich... Dann müsste es eigentlich Chemie sein. Dann sollten wir es geschafft haben. Ja. Und dann haben wir einen neuen Rekord. Ja, schon. Und dumm labern. Ja. Ich glaube, minütlich brechen wir den. Ohne Scheiß. Manchmal, wenn ich mir das anhöre, ne, so im Nachhinein, dann denke ich mir so, was? Was zur Hölle? Was haben wir da gelabert? Ja. Schon nee, was hast du da gelabert eigentlich dann? Ja, wieder ich. Natürlich. Einer muss es sein. Du bist der Rädelsführer. Ich bin der Horst. Mhm, siehst du? Ja, das ist alles, was ich kann. Jetzt habe ich schon wieder ein Problem. Was? Kein Kaffee mehr? Ja, das Problem besteht schon die ganze Zeit, aber das meine ich nicht. Mache ich jetzt die Speisung von innen oder von außen? Von innen. Dann habe ich den jetzt falsch platziert. Ah, nicht mal. Dann frag intuitiv, mich nicht. Intuitiv richtig. Ja, ich kann ja doch was. Irgendwas muss ja sein. Ja. Irgendwas musst du doch können. Ja. Ah, so, was haben wir denn da? Warum läuft das eigentlich nicht weiter? Ich habe doch das... Ach so, weil kein Strom da ist. Ja, ohne Strom kann natürlich auch die Produktion nicht weiterlaufen. Ist ja logisch. Oh, meine Güte. Ganz vergessen, wieder einzuschalten. Oh, Herr. Ja, ne? Oh, Herr. Normalerweise habe ich die Produktion für den Brennstoff immer separat laufen. Das läuft bei mir normalerweise immer über einen separaten Biotreibstoffgenerator. Dass auch wenn es den Strom raushaut, ich trotzdem noch den Biotreibstoff herstelle. Ja, und warum machst du das jetzt nicht? Tja, das frag mich nicht.
offen. Na, hallo? Da. Gut. Jetzt kommt wieder was rum. Jawohl. Und jetzt habe ich auch viel Holz. Das heißt, ich kann. Nee, aber was ich vorhin noch sagen wollte, also wenn ich mir so die Parts so anhöre und dann so nachgucke und so, denke ich mir wirklich, boah, wer guckt sich das an? Ja, fast niemand. Deswegen. Deswegen können wir auch reden, was wir wollen. Also Props an alle die, die das aushalten. Aber ich schmeiß die DNA-Dinger auch da rein. Yeah, wir haben schon 5 Coupons. Cool. Als ob wir die bräuchten. Sicherung durchgebrannt. Hast du schon wieder irgendwas laufen lassen? Nee. Habe ich nicht. Ausnahmsweise nicht. Dann stopfe ich da oben jetzt Salat rein. Das ist mir egal. Also Gras, meine ich. Da ist noch das Ding drin, da ist noch das drin. Und die, die jetzt leer sind oder fast nichts drin haben, die kriegen jetzt von mir Gras mit rein. Hauptsache, das läuft jetzt mal eine Zeit lang hier. Das Gras ist zwar auch schnell verbrannt, aber bei so vielen Generatoren sollte das trotzdem relativ langsam laufen. Okay, da bin ich ganz oben. Einmal runter. Einmal ran und einmal Strom, bitte. Ja, ich glaube, das ist schnell weg. Das Gras. So, wo bist jetzt du? Ah, du bist da. Was ist denn das jetzt für eine Riesenproduktion? Was backst du da? Eisenplatten vielleicht? Weiß ich noch nicht. Nur Eisenplatten? Brauchen wir doch. Wie viele Maschinen stellst du? Stellst du da auch 5 Maschinen hin? Ja. Ach du Kacke. Was? Warum klein, ne? Wenn wir doch so viel Platz haben. Eben. Oi, mei. Du sagst immer, oh mei, und dann? Und dann? Kommt nichts mehr. Nee. So, ich schau mal, ob die Platten da vorne fertig sind, schon so weit, dass ich die da mal reinstopfen kann. Wir brauchen ja nur... okay, 40 Stück. Das ist doch toll. 41. Sind wir schon bei 91. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Rotoren... Wo kommen die Rotoren da? Die Rotoren werde ich jetzt mal abschneiden. So. Und die verstärkten Eisenplatten werde ich jetzt auch mal abschneiden, dass wir hier die eine Ding fertig bekommen. Die eine Stufe am Hub. Die Kohleenergie, weil das nervt mich nämlich, wenn die ganze Zeit das nicht funktioniert hier. So, 300 Kabel. Ist mir jetzt wurscht, ich stelle jetzt die 300 Kabel her. Wir kommen ja nie voran hier. Nee, aber wir haben gesagt, wir machen das nicht. Wir haben gesagt, ab da wird nur noch gefertigt. Also, die Eisenplatten laufen, die verstärken, die Rotoren laufen. Das heißt, ich brauche jetzt halt Kupfer. Das haben wir ja da oben hinter der Dingsi, hinter dem Stromgebäude. Das heißt, wir müssen da hochbauen. Ja, aber die Miner, die kommen doch direkt auf das Vorkommen drauf. Da muss ich doch keine Platte eigentlich hinbauen.
Ja, jein. Also den Miner kannst du schon hinsetzen, aber wie gesagt, die Fundamente müssen trotzdem da sein. Also bau dich da mit Fundamenten hin und setz dann den Miner drauf aufs Fundament. Ja, bin ich gerade dabei. Jetzt. Ja, so wie es sich halt gehört, ne? Ja, Challenge ist trotzdem verkackt. Sei doch nicht so. Das hat doch keiner mitgekriegt. Ja. Kannst echt froh sein, dass sich da keiner dann irgendwas ausdenken kann an Strafen und wir jetzt ungehindert weitermachen können. Und das wahrscheinlich erst in 4 Wochen soweit ist. Ja. Ja. Ja, so ist das. Tralalil und tralala. Mal gucken, wie das ist. Weil ich da total drauf stehe, werde ich jetzt mit Treppen dahin bauen. Was? Nix, ich versuche nicht in den Wahnsinn zu fallen. Der Wahnsinn ist doch unser dauernder Begleiter. Ja, aber es schmerzt. Oh weh, es tut so weh. Ja, da bist du. Da bist du. So, dann du musst weg. So, more Fundamente, please. Wo war denn da noch Kupfer vorkommen? Da gibt es ja noch. Jetzt ziehe ich das mal nach da vorne. Ich werde wahrscheinlich sowieso wieder die falschen Plattformen nehmen, so wie ich dich kenne. Mit Sicherheit. Die 2 Meter halt. Tja, ich nehme die 1 Meter. Gut. Klar. Hey, aber ich bin ja auch auf einem viel höheren. Auf einer viel höheren Position hier. Also darf ich hier auch mit 1 Meter bauen. So meinst du, du bist was Besseres als ich? Und du auf einer höheren Position bist. Ja. Ah ja. So, gucken wir mal. Wo ist der meiner? So. Haben wir schon Strom? Ich glaube in dem Leben nicht mehr. Nee, das ist vorbei, ne? Ja. Es hat sich ausgestromert. Ausgeströmt. Schauen wir mal, ob da schon was durchgelaufen ist. Oh Gott. Ne, es dauert Ewigkeiten. Der Salat da oben wird auch schon durch sein, nehme ich an. Waren wir denn hier? Da waren wir bei dem. Da war, glaube ich, auch. Nee, da ist Salat drin. Ja, von den 500 sind nur noch 140 drin. Das heißt, den Strom haut es gleich wieder raus. Oh Mann.
Ich sag da nichts mehr zu. Ich weiß. Ich will doch nur die Kabel herstellen noch. Das ist nur Müll. Das sollten wir irgendwann, warum auch immer, eine Aufnahme nicht mehr funktioniert oder kaputt ist oder wir irgendwann beschließen, das Ganze nochmal anzubieten, kümmere ich mich um den Strom. Na, da bin ich gespannt. Und du dich um die Produktion. Da bin ich gespannt. Ich glaube, es würde besser laufen. Ah, wenn wir tauschen? Na, lass doch machen. Komm. Du magst jetzt hier mein Gebilde weiter? Dein Gebilde? Nee, in deinem Gebilde baue ich dann nicht weiter. Da baue ich das weg und dann mache ich da neu. Mhm. So, dann haben wir hier Draht. And the next one ist dann the Kabel. Und wir brauchen ja nur 300 davon. So, Konstrukteur mit Gehör. So, zack, zack. Und schon haben wir die Kabel Production. Jetzt brauchen wir bloß noch Saft. So, die haben Saft. Jetzt brauche ich nur noch Saft von da unten irgendwo. Ah, da kann ich da ran. Nein, da kann ich da nicht ran. Jetzt kann ich da ran. Zack. So, und gleich haut es den Strom wieder raus. Warte mal, wenn ich die ganze Produktion hier anschließe. Ja, dann sowieso, dann ist vorbei. Also wenn du das mit dem Kohle machst, ne, dann musst du aber richtig hier einiges bauen. Oh, das ist durch, das ist cool. Dann haue ich jetzt erst einmal das Gras durch. Rezept auswählen, bitte Biomasse Blätter. So, das Ganze kopiere ich hier drauf. Dann kannst du nämlich auch loslaufen. Ja, gut, das habe ich schon gedacht. So, dann läuft jetzt erst einmal wieder Biomasse durch. Dann schaue ich mal, ob ich da oben, wo jetzt das Gras drin ist, dass ich da den festen Biotreibstoff reinfülle. Ach, da ist gar nichts drin. Ja, ist auch gut, ne? Klar. Wenn nichts drin ist, kann auch nichts verbraucht werden, ne? Das ist grundlegend richtig. Ja, das ganze Gras ist raus. Oh Mann. Ja, das ist gut. Da sind wir schon. Jawohl. Jetzt haben alle einen festen Biotreibstoff drin. Das ist doch cool. Jetzt muss ich bloß noch schauen, dass ich es schaffe, das Ganze auf 200 zu bekommen. Also, dass wirklich alle voll sind. Dann bin ich zufrieden. Dann haben wir erst einmal ein bisschen einen schönen Lauf. So, und noch. Jawohl, hier fehlen immer nur 23 jeweils. Genial. Chup. So, gucken wir mal, wie viele Kabel da schon fertig sind. Hey, 40!
von 300. Es geht voran. Wir sind sogar schneller, als ich gedacht habe. Du hast schon abgeschalten, ne? Ja. Ich bin nur noch am Funktionieren. Was du funktionierst, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich komme mir selber kaum über den Weg. So, schauen wir mal, was hier fertig ist, weil wir können bestimmt die Platten. Jawohl. Wir können auf jeden Fall die Platten und die Rotoren können wir schon mal reinmachen ins Hub. So, zack und zack. Dann fehlen bloß noch die 300 Kabel. Ist doch schon ein Erfolg, oder? Definitiv. Ein kleiner, weil die Kohleenergie rückt in greifbare Nähe. Das ist wunderbar. Wunderbra. So, ich könnte natürlich auch Batterien reinhauen, ne, dass das Ganze mal ein bisschen schneller läuft hier. Habe ich wieder vergessen.